Wenn ihr seht, dass wir so fertig sind, dann liegt es nicht daran, dass wir schon eine Woche auf der Messe sind. Wir sind auch kerngesund. Es liegt einfach daran, dass wir an so einem Zeitpunkt auf der Messe sind, wo routinierte Rentner erst beim Kaffee trinken sind. Wir sind nämlich schnell reingegangen, um uns zwei Fahrzeuge anzuschauen und stehen jetzt bei Eura vom Contura CT766EB. Der ist teilintegriert, aber auf Mercedes, deswegen wollen wir uns den unbedingt anschauen und gleich nach dem Intro geht's los. So, also wie gesagt, ein teilintegriertes Fahrzeug, Contura CT766EB, 109.000 Euro im Basispreis, 143.930, so wie er hier jetzt dasteht. Er hat eine Länge von 7,84, 2,32 Breite und 2,92 Meter Höhe. Und das mal gleich vorweg, wir haben ja bei Deadlifts das Thema Bandaufbau angesprochen und es hat auch sehr kontroverse Diskussionen ausgelöst und deswegen haben wir uns jetzt hier bei Eura auch gleich kundig gemacht. Eura hat also den Bandaufbau ein Alurahmen und dann GFK, Schaum GFK. Also, und die schwören darauf, die sagen, das ist das Beste, was es gibt. Wir halten uns nach wie vor raus, weil wir im Prinzip keine Ahnung davon haben. Ja, wir geben nur das weiter, was man uns mitteilt. Genau, wir sind ahnungslos. Also wir haben das zur Diskussion gestellt und es wird auch kontrovers diskutiert. Aber wir selber haben keine feste Meinung dazu, weil wir eben keinen Sachverstand dazu haben. Und dann kommt noch eins dazu, was Eura auszeichnet. Die produzieren, so wurde uns gesagt, komplett in Deutschland, nämlich in Sprendlingen, das ist bei Bad Kreuznach. So viel, bevor wir reingehen. Ja, oder du zeigst erst außen. Oder wir zeigen erst außen. Was ist euch lieber? Das machen wir erst außen. Das, was die Ossi sagt, ist uns allen lieber. Und sie muss man bei Laune halten. Ja, jetzt sind wir draußen, machen wir draußen. Okay. So, dann fangen wir doch mal mit der Rückseite an. Und da muss ich sagen, die sieht extrem ansprechend aus. Das ist keine Wulst, ja. Die können das also richtig glatt verbauen. Oben ist die Rückfahrkamera angebracht und also schöne glatte Rückwand. Das imponiert mir sowas. Und da haben wir den Mercedes dann und die 5 Sterne für den Contura 766 EB. So, dann haben wir die Ossi schon bei der Heckgarage stehen, die natürlich sehr wichtig ist. Die ist auch sehr großzügig, Ossi, oder? Was ja, genau, ist auch schön. Die hat ja mehrere Fächer. Ja, die Elektrik ist auf der Fahrerseite untergebracht. Ja, und auch noch eine Außendusche, wie es aussieht. Auch auf der Fahrerseite, warum, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber hat alle seine Vor- und Nachteile und das nimmt man halt so, wie es ist. Und da sind genügend Träger eingebaut. Also eine Heckgarage, wo man nichts Negatives sagen kann. Hier scheint ein Durchgang, also eine Durchreiche ins Fahrerhaus zu sein, oder? Ja, genau. Das ist. Da ist ein Kissen drin. Da ist nur das Kissen drin. Die Durchreiche ist in der Mitte, Ossi. Wenn eine da ist, ja. Doch, ja, das zeigen wir dann von innen. Mhm, genau. Genau. Und siehe da, wie geht die Tür auf? Komplett, fast 180 Grad. Und das ist natürlich auch eine lobenswerte Sache. Die Schlösser. Das ist TV. Das ist, ach, das ist der Stromanschluss und noch ein Kabelanschluss wahrscheinlich. Also. Ja. Die Türschlösser sind auch neu, die habe ich so beim Eura noch nicht gesehen. Also scheinen mir neu zu sein. Wie gesagt, wir sind keine Eura-Experten. Also macht einen sehr guten Eindruck. Schon mal von außen. Kassetten. Und es ist der Gastank wahrscheinlich. Oder das Gasfach. Ja, könnte klein, sein, ich. Nee, Gas ist doch hoch, oder? Weiß nicht, was da drin ist. Ist zugesperrt, wir können es euch nicht sagen. Das stimmt, aber das ist auch nicht das Wesentliche. Das Nein. Wesentliche kommt jetzt, wenn wir reingehen. Und die Ossi schreitet voran. Oder soll ich voranschreiten? Ich gehe jetzt rein. Okay. Da sieht man übrigens den Doppelboden und dass der auch belüftet wird. Vermutlich ist da eine alte Heizung verbaut. Schauen wir nochmal. Jawohl, Warmwasser, alte. Die ist da schon serienmäßig mit drin, so wie es aussieht. So, dann haben wir hier eine
Rundsitzgruppe? Rundsitzgruppe? Nein. Nein, eine L-Gruppe, genau. Ja, genau. Es ist früh, mir fehlen die Worte, aber ich habe die Ursi dabei. Ja. So, und da haben wir das Mercedes-Cockpit, so wie es jeder von euch kennt. Das ist, wie gesagt, ein teilintegriertes Fahrzeug. Integriert sollte er schon da sein, haben wir uns sagen lassen. Aber es gibt noch ein paar Probleme mit Mercedes, was die Assistenzsysteme angeht. Aber vielleicht kommt er zum Caravansalon. Wenn, dann mit allen Assistenzsystemen, so wurde uns das gesagt. Und da sieht man jetzt auch dieses typische Mercedes-Cockpit mit den vielen Trinkwasserflaschenhalter. Also das ist dann von Mercedes Ursi und nicht vom Hersteller. Haben wir schon öfters aufgegriffen, das Thema, dass man in einem Mercedes nicht verdursten kann. Und ansonsten sieht es ganz normal aus, so wie eben die Mercedes-Cockpits sind. Vorne der Rollo, der ist seitlich angebracht. Aber das ist kein Maßstab zu einem integrierten Fahrzeug, weil teilintegriert ist anders. Hier haben wir noch eine Kamera, eine Rückfahrkamera als Spiegel. Weiß ich nicht, wie viele Rückfahrkameras das da verbaut sind, aber ist natürlich auch keine schlechte Idee, die Rückfahrkamera da oben zu verbauen. Also, ja. Also zum Mercedes-Cockpit brauche ich vermutlich nicht viel zu sagen. Dann wenden wir uns der Ursi zu. Die nimmt das Auto schon auseinander. Ja, ich stehe jetzt hier in der Küche und die Küchenzeile ist aus einem Block, wie es aussieht. Und da wie, muss ich natürlich schon mal herkommen. Wie ist der erste Eindruck? Freundlich, also mir sieht eigentlich gut aus. Ja, ja, also ich muss auch sagen, es ist zwar alles ein bisschen Hochglanz. Ja. Komischerweise, das ist dazu geben immer mehr über. Man will also wahrscheinlich die Autos damit ein bisschen auszeichnen. Und es gibt Ärger mitunter mit der Frau. Ja klar, wenn alles verdaut die Ursi ist. Mag es nicht, wenn ich so an die Dinge hinlang und dann meine Fingerabdrücke sind. Man ist ja nur noch am Putzen und das muss man eigentlich nicht sein. Aber so, wenn man reinkommt, der Eindruck ist natürlich, sieht gut aus. Ja. Aber es muss ja auch jeder selber dann entscheiden, ob er damit leben kann oder nicht. Das ist alles eine Geschmacksfrage. Ja, genau. Also auf jeden Fall lassen sich die Dinge da schön aufmachen, mit einem Knopf zu drücken. Also, und drunter das kleine Fach, das ist auch sehr praktisch. Mit einer kleinen Kante hier, also da kann man dann zum Beispiel Fotomaterialien, natürlich nur für die YouTuber, ja, reinlegen. Und ja, das Hookbett fehlt, das ist klar, das ist ein teilintegriertes Fahrzeug. Dann haben wir hier die L-Gruppe und einen schönen Tisch, der so wie es aussieht, nee, nicht erweiterbar ist, aber er ist eigentlich ganz schön groß. Und da machen wir es drunter, ja, da ist also. Da ist Technik drunter. Das müsste Heizung sein, vermutlich. Also wir wissen nicht, was da drunter ist, aber es ist was drunter. Es ist kein Beladefach, wie es bei anderen Herstellern der Fall ist. Wo der Fernseher untergebracht ist, das ist vermutlich... Nee. Also wissen wir nicht. Vielleicht kann man hierher machen. Da ist ein Anschluss, aber das sieht man, ah doch, das könnte Fernseher sein. Also hier würde er sich anbieten und hier wäre ja auch ein guter Platz für einen Fernseher. Dann, Ursi, kommen wir zu dem Bereich, in dem du schon stehst. Ja, und da ist mir jetzt aufgefallen, dass dieser ganze Bereich aus einem Stück ist. Mhm. Und was eigentlich auch nicht übel ist, hier hat man dann noch Arbeitsfläche. Sehr schön, ja. Und das Wasser kann man hier, wenn man braucht, zum Abspülen oder irgendwas hier. Und hat hier trotzdem noch eine gute Arbeitsfläche. Allein die Armatur sieht schon mal toll aus. Ja, klar. Das ist noch hat was. Ja. Aha. Und das ist ein Dreiflamme-Herd. Mhm. Gas. Ja, und das sieht eigentlich ansprechend aus. Das ist schön hell. Also mir gefällt's. Ja. Auch ich finde es schon mal schön. Was mir jetzt weniger gefällt, ist, dass der Kühlschrank fast auf dem Boden steht. Ja, aber nicht ganz. Nicht ganz. Also, und der Backofen ist hier nicht dabei. Dafür nee, das ist ja meistens optional. Der oben noch eine Klappe. Ein Riesenfach. Da kann man Backofen einstellen. Also, da könnte man, wenn man das möchte.
Und dann ist hier Fantastic Fan oder ein Max Fan verbaut. Wir können das nicht unterscheiden. Und einfach ein Ventilator halt. Ja. Und der Dunstabzugshaube haben wir hier. Turbo Fan lese ich hier. Wenn das jetzt eine Marke ist, Turbo Fan. Weiß ich, das sagt mir nichts. Nein, ist vielleicht auch nur turbomäßig anzustellen. So, der Kühlschrank ist ganz normal, der Dometic, der sich auf beiden Seiten öffnet, oder ist ein anderer? Ist es Dometic? Ja, ist Dometic. Wahrscheinlich einfach. Der ganz neue. Aber irgendwie muss ist jetzt das sein. Verschlossen. Okay, jeder weiß, wie ein Kühlschrank ausschaut. Aussieht. Ja, da wollen wir jetzt nicht dran rumfimmeln. Aber was ich jetzt schon gesehen habe, schaut mal. Das sieht doch gut aus. Das ist doch was Nettes. Schön. Ja. Gut fürs Auge. Ja. Und wenn man jetzt hier reinschaut, da sieht man das Bad. Da unten hat man eine Stufe, aber so schlimm ist es nicht, Ursi, oder? Ja, das Bad ist sehr Dusche, groß, wie ja. es aussieht. Und ja, das ist dann etwas vorgebaut. Aha. Genügend Ablage. Ja, aber leider kein Fenster. Kein Dachfenster, nur Zwangsentlüftung. Ja, also ich finde, der Dachfenster praktisch beim Dusche geht halt gleich der Dampf, Wasserdampf gleich nach außen. Ja. ja. Aber so sieht es gut aus. Ja. Man kann das sicherlich optional einbauen. Was? Dachfenster? Ah ja. Keine Ahnung, aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. An dem würde es nicht scheitern, Ursi. Weiß ich nicht. Ich denke schon. Die Ursi weiß nicht. Doch, ich denke schon. Du meinst, daran wird es scheitern? Ja, weil ich das praktisch finde, wenn im Bad oben ein Fenster ist. Da geht der Dampf gleich raus. Okay, wenn die Ursi das habt. Ja, ich sehe es halt ein wenig anders als du und deshalb mache ich jetzt hier einfach die Tür zu. Nee, ich genauso. Andere Meinung ist mir gleich ausgesperrt. Also komm mal rein, damit wir das ich darf trotzdem rein. Kannst. Ja. So, jetzt lege ich meinen Rucksack ab, weil jetzt wird es ein bisschen eng. Wir wollen ja schließlich das Fahrzeug nicht beschädigen oder die schöne glänzende Oberfläche verkratzen. Die ja. Ursi steigt schon mal eine Weile ins Bett. So. Und weil wir beim Bett sind, schauen wir mal gleich, was drunter liegt. Und? Lattenrost. Lattenrost. Kein Froli. Aber Steckdosen sind da. Nee, das sind irgendwelche Lichtschalter. Keine Steckdose, schau mal auf der rechten Seite, da müssten noch irgendwelche. Nix. Nein, ich sehe hier nichts, müsste man nachrichten wahrscheinlich. Ja, also. Ein USB-Anschluss da und. Also bevor wir es. Halt, stopp. Gehen wir ja mal. Bevor wir da jetzt wieder was Falsches sagen. Hier ist ein Fach, da ist eine Steckdose und da gibt es auch USB-Anstecker. Also auch geklärt. Also diesen Shitstorm haben wir uns schon mal gespart, Ursi. Ja, genau. Wir haben zum Glück noch mal genauer nachgeschaut. Ja, ja. Wobei ich sagen muss, an dem Fahrzeug gibt es nichts zu reklamieren. Das schaut super aus. Ja. Also mir gefällt es oben, wie diese Kästle verbaut sind. Und das Fenster ist zwar nicht ganz am Kopf, aber ziemlich. Ziemlich. Also das wäre für mich absolut im grünen Bereich. Da geht was rein, Ursi. Ja, da hat es genügend Fächer. Ja. Und hier ist ein Fernseher. Hier kann könnte man den Fernseher anschließen. Mhm. Für die Frau, die Krimi-Fan ist. Ja, also Fächer hat es hier. Da kriegt man einiges unter. Ja. Weil ich, ja, unterm Bett hat es wahrscheinlich dann noch ein. Ah nein, hier ist ja noch ein Schrank, Helmut, zum Aufhänger. Der ist zwar sehr schmal. Ja, da ist noch ein kleiner Schrank. Aber was ich jetzt gerade gesehen habe und was ich gar nicht schlecht finde, ist, hier ist keine Tür, keine Holztüre verbaut, sondern ein Holzvorhang. Und zwar ein sehr stabiler. Holzvorhang. Bitte? Holzvorhang. Nein, nicht. Ja. Ist noch früh am Morgen. Morgens passiert sowas mal. Obwohl uns öfters Missgeschicke passieren, aber jetzt, das ist dem frühen Dach geschuldet. Das ist halt einfach so ein Faltvorhang. Faltvorhang. Ja, und der ist eigentlich sehr schön. Vollkommen ausreichend. Eigentlich langt's aus, ja, ja. Stimmt. Weil ja. Es ist ja eigentlich nur ein gewisser Blitzschutz, den man haben will. Einmal, wenn daneben an ein Dickschiff steht und der schaut zum Fenster rein. Mhm. Und manchmal natürlich auch für den persönlichen Intimbereich. Ja, obwohl ich ja eine Tür, eine Toilette und
Ja. Okay, Dusche. Schauen wir mal, ob die Toilette groß genug ist. Nein, aber doch. Könnte sein. Ich probiere es mal. Muss mal ganz kurz, ich berichte dann vom Ergebnis, ob es geht oder nicht. Das sieht rot aus, groß aus. Wenn es dringend ist, das Bedürfnis, dann geht es alleine. Aber es ist fast so eng oder ähnlich eng wie beim Gustl. Aber das macht ja nichts. Man hat ja hier ein Raumbad und zu zweit kommt man damit sehr gut zurecht. Wir haben also damit bei unserem Gustl mit dem Raumbad, wenn wir zu zweit sind, kein Problem. Nur wenn unsere Enkel dabei sind, dann wird es manchmal ein bisschen eng, wenn man alleine auf die Toilette gehen will und die Tür zumachen will. Aber hier ist dann noch ein Fenster. Da kann man ja hoch machen und da hat man auch die Dachhaube, die eigentlich im Bad schon sehr nützlich ist. Also es sieht alles sehr gefällig aus und ja, ich muss sagen, Ossi. Ja, also, ist eigentlich ein schönes Fahrzeug. Ja, mir gefällt das sehr gut. Mhm. Hier ist eine Stufe, die kann man aufmachen und da gibt es eine Durchreiche zur Garage. Ja, also das ist doch. Ist hier auch. Was man auch immer damit anfängt, aber man kann, hat die Möglichkeit. Da haben wir hier einen Schrank. Ja. Allerdings jetzt ohne Licht, aber mit der Kamera geht es, dass man was sieht. Da ist was dran. Es ist vermutlich ein Licht da, aber wir finden es halt nicht. Nee, ich weiß nicht. Ja, genau, da müssen wir dann. Ja. Ja, das sind dann die Kleinigkeiten, die man und da haben wir hier auch noch einen Schrank. Ja, die gehen jetzt hier alle so seitlich auf. Hm? Da ist ein Licht, ich sehe es, aber ich kriege es nicht an. Ja. Ich spiele jetzt auch keine Rolle. Mhm. Ach, da hat es einen Lichtschalter, oder was ist das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. So, und dann haben wir noch eine Drittstufe ganz unten. Was ich gehe, da ist da auch noch ein kleines Fach drin. Nein, ich fest. Die ist fest, ja. Okay. Dann haben wir hier einen Seitenschrank. Ja, das ist zwar schmal, aber ein bisschen kann man schon aufhängen. Ja, auch ein Lichtschalter ist auch oben. Ja. Und offensichtlich geht er auch automatisch an. Aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nee. Also. Ja, und jedes Fach müssen wir ja jetzt nicht aufmachen. Im Großen und Ganzen sieht es noch einmal ganz ordentliches Fahrzeug aus. Also, ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht von dem Eurer. Gefällt mir sehr gut, auch wenn ich den Aufbau GFK, Schaum GFK, das halte ich nicht nur für ein Marketing-Gag von dem Verkäufer, sondern ich denke, dass das auch qualitativ hochwertig ist. Mir gefällt das Fahrzeug. Ja, aber ich würde jetzt bitte gern vorgeben, mir ist ja extrem warm. Und gut eingeheizt ist auch. Ja, sehr zumindest warm. Zumindest auf der Messe. Außerdem habe ich meine Tasche vorne. Oh! So, das war die Kurzvorstellung von dem Eurer. Als teilintegriertes Fahrzeug. Wir freuen uns schon auf den Caravan-Salon in Düsseldorf und da hoffen wir, dass er als vollintegrierter da ist und da schauen wir uns dann auch noch mal an. Ein Nachteil habe ich natürlich noch herausgefunden, deshalb habe mich schon vorher mal schlau gemacht. Das Fahrzeug hat nur 140 Liter Wassertank, aber man könnte eventuell einen zweiten Tank drunter hängen, wie auch immer das sinnvoll ist oder nicht. Aber er sollte sich auch auf 4,5 Tonnen oder 4,5 Tonnen mit Alkochassis bewegen und dann durch Hinterachs- oder Gesamtluftfederung auf 4,8 Tonnen erweitert werden. Also diese Dinge muss man nur separat prüfen. Vom Grundriss und von der Verarbeitungsqualität macht auf uns das Fahrzeug einen guten Eindruck. Sehr guten Eindruck. Also, das war's von eurer. Und schaut es euch an, Halle 1 auf der CMD 2024. Ja, die ja noch bis Sonntag ist. Genau. Ciao. Tschüss.